du hast so eine leuchtende Weste. Ja, das ist irritiert. Ich will auch mal. Es leuchtet. Jetzt wieder. Nee, also, wir durften im Helferraum den niedlichen Klängen des Karaoke laufen. Und der Karaoke-Contest ist jetzt auch der nächste. Droge. Das ist so. Karaoke-Contest. Der dritte Platz. Genau. An Terry. Platz Nummer 2 belegt Saki. Er kriegt einfach beide Tüten. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es einen ersten Platz, der sich dann damit leider übertrumpft hat. Und das ist Nini und Caro. Ja. Caro ist weg. Ja, kommt auch noch nicht rein, wunderbar. Jetzt kommt ein Contest mit einem wunderschönen, sehr langen Namen. Ja, das ist ehrlich. Darf ich das sagen? Jo. Okay. Als nächstes kommt, gibt es hier den Naruto Ultimate Ninja Storm Dragon Ball Bros. Limit Contest. Abkürzung wäre nett gewesen, macht aber nicht, ich sag's gern. Hier ist unsere Lunge. Wenn man mit dem Anfangsbuchstaben abkürzen würde. Selbsttätig, wirklich. Du solltest positiv meinen. Mit Platz Nummer 3. Der dritte Platz geht an Marco. Da ist was runtergefallen. Zettelwirtschaft, willkommen in Deutschland. Platz Nummer 2 vom Naruto Ultimate Ninja Storm Dragon Ball Burst Limit Contest. Athlet Kathy. Hätte man mal KK schief vorlegen sollen. Okay, ich kann das mal versuchen abzukürzen. Der erste Platz beim LUNSDBL Contest, das weiß ich, der jeder ganz ist, ist Enno. Ja, Applaus für die drei. Gekommen, ist der Mario Kart Contest. Oh. Ja, ja. Party! Ja, Mario Party. Also, dritter Platz. Dritter Platz bei Ui Mario Kart Contest hat liegt Eddie. An Lisa. Plot Nummer 1 bei Ui Mario Kart Contest ablegt Wenn. Freunde.
4 bei den 3. Wunderbar. So, jetzt zu einem interessantesten Contest, die ihr wahrscheinlich auch im Publikum mitverfolgt habt, ist den Bürgerkick-Contest. Bürgerkick-Contest. Nein, Einzelcosplay. Aber dafür wird ich jetzt auch nicht bezahlt. Das ist mein königlicher Fuß gewesen. Der dritte Platz war Einzelcosplay geht an Negi und die Leid, die als der Shiro und Kentashi unterwegs waren. Da unser Haar unter. In diesem Haar hat eine Beine mein Auge ausgestochen. Platz Nummer 2 belegt. Dreams the Night mehr als Luna. Möchtest du beim Conluder mitmachen? Möchtest du beim Conluder mitmachen? Nein. Sie ist 18. Du musst mitmachen. Ich darf nicht. Okay. Der erste Platz im Einzelcosplay geht dieses Jahr an war vor die Schneeprinzessin Kaguya unterwegs war. Ja, Applaus für die drei. Vielen Dank an euch vier. Ihr dürft wieder gehen. So, wir haben zwar gerade keine warten Urkunden mehr in der Hand, aber es kommen noch ein paar Bewerbungen. Ich hatte es erwähnt, ich habe einen fandubbigen Wettbewerb. Oh, bisschen mehr besser. Genau, so wieder. So. Und die Mädels, die werden höchstpersönlich hier auf die Bühne treten. Und wir haben noch keine Mädels, aber wir haben hier noch zwei. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Aber die kommen trotzdem jetzt auf die Bühne und werden die Gewinner führen. Ja. Weil du kein Video-Synchro da hast, oder ist das? Ja, doch. So, wir kommen jetzt zum Schluss, das war der Banger-Wettbewerb. Wir haben vier Kategorien gehabt, und zwar einmal Agro-Szene für Männer, einmal Agro-Szene für Frauen, dann einmal Drama-Szene für Frauen und Drama-Szene für Männer. Leider haben wir jetzt ein kleines Problem, und zwar, dass unsere vier Bands, die den Erstplatzierten die Geschenke bringen sollten, leider nicht da sind mehr. Daher habe ich mir überlegt, dass ihr alle die Möglichkeit habt, mir mit diesem Tape